Ich begrüße Herrn Dr. Wolfgang Klepsch und Frau Nina Guckes von dem VDE e.V. Herr Klepsch ist Senior Projektmanager und Physiker und Frau Guckes ist Projektmanagerin in der Geschäftsentwicklung beim VDE. Und Sie haben einige Aktivitäten in Bezug auf alternativ angetriebene Triebzüge in den letzten Monaten durchgeführt und auch veröffentlicht. Und wir sind gespannt auf Ihre Sicht auf die Dinge und Ihre Erkenntnisse. Bitte Vielen schön. Dank. Also auch erstmal schönen Nachmittag wünsche ich und danke, dass Sie immer noch alle anwesend sind. Also der Titel ist, wie gesagt, kurz und knapp Batterie- oder Wasserstoffantrieb. Diese kurze Frage löst Emotionen aus und es scheint sich sogar unversöhnliche Lager zu bilden, nämlich die Batterieanhänger, die Wasserstoffanhänger und die Anhänger der durchgehenden Elektrifizierung. Also wie gesagt, das Thema löst Emotionen aus und wir haben uns stets darum bemüht, eine neutrale Beantwortung dieser Frage zu geben und dabei festgestellt, dass man dennoch in ein Wespennest stechen kann. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dann hier noch einmal eine Gelegenheit zu haben, das Thema gesamtheitlich und unemotional zu beleuchten, und zwar technisch, systemisch und wirtschaftlich. Und damit haben wir eigentlich schon die Agenda unseres Vortrages formuliert. Aber bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, möchte ich kurz den VDE vorstellen. Der VDE steht für Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Wir sind ein neutraler, unabhängiger und technisch-wissenschaftlicher Verband. Wir begleiten seit vielen Jahren verschiedene Förderprojekte, die sich mit neuen Technologien, ihren Anwendungen und vor allem ihrer systemischen Bedeutung befassen. Alternative, klimaneutrale Antriebe finden unsere besondere Aufmerksamkeit. So, zurück zu unserer Agenda. Der Vortrag fokussiert die Fragestellung Batterietriebzug oder Brennstoffzellentriebzug oder vielleicht sogar Oberleitungselektrotriebzug. Die Beantwortung dieser Frage nähern wir uns aus drei verschiedenen Blickwinkeln, nämlich technisch, systemisch und wirtschaftlich. Und genau daran orientiert sich auch die Struktur unseres Vortrages. Herr Dr. Klepsch wird nun mit der technischen Analyse starten. Der Ausgangspunkt aller unserer Analysen, zunächst der systemischen, ist, dass wir alle wissen, die Nahverkehrsstrecken, es gibt viele Nahverkehrsstrecken, die nicht oder nur teilweise elektrifiziert sind und dort aus diesem Grunde dort Dieseltriebzüge eingesetzt werden. Und wir gehen bei unseren Betrachtungen immer davon aus, dass Alternativen zu Dieseltriebzügen nicht nur umweltfreundlicher, sondern vor allem auch klimaneutral sein müssen, also langfristig zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und damit kommen dann für uns in unseren Betrachtungen nur Fahrzeugkonzepte in Frage, die rein elektromotorisch angetrieben sind. Die Klimaneutralität erreicht man durch direkte Elektrifizierung für den Einsatz von Elektrotriebzügen, EMU genannt, oder indirekt mit Batterie- oder Brennstoffzellenzügen, hier BEMU und HEMU genannt. Und diese lassen sich, und das ist für die weitergehende Diskussion wichtig, wie folgt charakterisieren, auch wenn den meisten das ohnehin schon klar ist. Der BEMU verfügt über eine große Traktionsbatterie für Reichweite, Dynamik und Rekuperation und ist mit einem Pantographen ausgestattet, der es erlaubt, über eine Oberleitung zu laden und oder im EMU-Modus zu fahren. Der HEMU verfügt über einen Brennstoffzellenstack, der den Antriebsstrom generiert, indem er Wasserstoff umwandelt und dieser Wasserstoff ist in einem Drucktank gespeichert. Und das Hauptanliegen des HEMU-Konzeptes ist, große Reichweiten zu ermöglichen. Anfahren und Beschleunigen wird von einer Dynamikbatterie unterstützt und die zudem dann die Rekuperation ermöglicht. Und ein Pantograph ist nicht vorgesehen, da ein HEMU konzeptionell auf weitläufig oberleitungsfreien Strecken eingesetzt werden soll. Und selbst mit dieser signifikanten Einschränkung auf rein elektromotorische Antriebe stehen immer noch drei sehr verschiedene Konzepte zur Wahl, das jedes für sich systemische Konsequenzen hat.
angefangen mit durchgehender Elektrifizierung, Ladeinfrastruktur oder Wasserstoffbereitstellung. Für den systemischen Vergleich von BEMU und HEMU haben wir im Rahmen unserer zweiten Studie Kriterien definiert, deren Nichterfüllung zum Ausschluss führen würde. Und diese sind die Betriebsfreundlichkeit, die Systemdienlichkeit, Umweltverträglichkeit und weitere. Und die Alternativen unterscheiden sich dann in den Graden, zu denen diese Kriterien erfüllt werden. Und anhand dieser Werte und entsprechender Gewichtungen, die wir im Rahmen eines Expertenworkshops ermittelt haben, führten wir eine vergleichende Nutzwertanalyse durch und stellten die Ergebnisse in Form dieser und solcher Netzdiagramme dar. Beispielsweise zum BEMU links. Die Traktionsbatterie muss bekanntlich ständig nachgeladen werden. Das macht den Flottenbetrieb komplexer als beispielsweise mit Dieseltriebzügen, was als betrieblicher Nachteil anzusehen ist. Und der in der Batterie gespeicherte Bahnstrom macht den Antrieb in dem Maße grün, wie der Anteil erneuerbarer Energie bei der Stromerzeugung war. Das ist ein Plus im Sinne des Klimaschutzes, also auch des Kriteriums Umweltverträglichkeit. Zum HEMU: Die Verwendung von grünem Wasserstoff ist eine auf das Energiesystem bezogene dienliche Funktion, weil sie die Erzeugung und Nutzung von erneuerbarer Energie ja zeitlich entkoppelt. Der Wirkungsgrad, also die wirkungsgradbedingten Verluste bei der Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff sind wiederum nachteilig im Sinne des Kriteriums Umweltverträglichkeit. Und entsprechend sehen dann die Netzdiagramme aus. Und bei genauerer Betrachtung und Berücksichtigung der Trends, auf die wir in unserer Studienleiter eingehen, lässt sich sagen, diese beiden Konzepte sind systemisch sehr ähnlich, geradezu gleichwertig. Wir haben übrigens entsprechende Netzdiagramme auch für den EMU und für den DMU gemacht zum Vergleich. Wir sehen, dass sich BEMU und HEMU also ziemlich gleichwertig darstellen, systemisch zumindest. Ausschlaggebend ist letztlich die Präferenz, die wir vorgeben. Was ist mir wichtiger? Die Erfüllung aller betrieblichen Vorgaben, die Klimaneutralität oder möglichst wenig neue Infrastruktur? Die Wirtschaftlichkeit spielte bei unserer bisherigen Betrachtung eine eher untergeordnete Rolle, denn sie stand ja für die qualitative Einschätzung des Potenzials, wirtschaftlich zu sein. Und hier nahmen wir an, dass das unter bestimmten Rahmenbedingungen ja immer möglich ist. Kann ja, was weiß ich, den Wasserstoff billigst zur Verfügung stellen oder die Trassengebühr runtersetzen oder sonst etwas. Für eine Investitionsentscheidung ist eine solche Aussage natürlich, eine solche Einschätzung nicht geeignet. Dafür braucht es dann konkrete Beispiele. Und im Sinne einer Studie, die wir halt als drittes durchgeführt haben, wollten wir eben ein Beispiel nutzen. Und da bot sich das Netz Düren an. Zu dem gehören die drei Linien, die sind auch hier auf dem Bild dargestellt. Die drei Linien RB21 Nord, Süd und RB28 ist ein kleines Netz. Und die einzelnen Linien sind etwa 30 Kilometer lang. Und eine Besonderheit ist, dass an deren Enden immer kein elektrifizierter Bahnhof ist. Es gibt also nur einen mittendrin. Ja, genau. Dann übernehme ich an dieser Stelle. Der Ausgangspunkt unserer Wirtschaftlichkeitsanalyse war folgende Überlegung. Die Einführung eines alternativen Konzeptes ist ein langfristiges Investitionsprojekt. Und aus der Sicht eines rational handelnden Investors mit einer ökonomischen Zielsetzung muss sich ein solches Investitionsprojekt ebenso vorteilhaft darstellen wie eine entsprechende Anlage am Kapitalmarkt. Grundlage dieser Entscheidung ist die Ermittlung eines Kapitalwertes, der sich mit der allgemeinen Formel, die Sie oben links sehen, berechnen lassen. C0 ist hierbei der Kapitalwert, I steht für den Investitionsbetrag und die abgezinsten Rückflüsse und Restwerte folgen nach dem Summenzeichen. Den Betrachtungszeitraum haben wir auf 30 Jahre festgelegt. Vorteilhaft ist eine Investition, wenn ihr Kapitalwert größer oder gleich null ist.
Der genaue Wert interessiert uns aber überhaupt gar nicht. Wir fragen uns stattdessen, welches der alternativen Antriebskonzepte erweist sich als relativ vorteilhaftestes Investitionsprojekt. Mit diesen Vorgaben haben wir die Formel vereinfacht. Sehen Sie auf der rechten Seite. Sie ist nun so sortiert, dass wir ganz oben die Kosten aufgeführt haben, die das Fahrzeug betreffen. Darunter in der mittleren Klammer finden Sie die spezifischen erforderlichen Infrastrukturkosten. Und ganz unten sind die antriebsunabhängigen Trassen- und Stationskosten aufgeführt. Diese haben wir trotzdem berücksichtigt, da sie eine sehr dominante Position einnehmen. Sieht man auch in der Präsentation der Ergebnisse auf der nächsten Folie. Eine Besonderheit unseres Vorgehens ist es, dass wir die Restwerte der Investitionen betrachtet haben. Und dadurch ist unsere Analyse relativ unabhängig vom betrachteten Zeitraum. Die resultierenden Kapitalwerte haben wir grafisch dargestellt. Und diese sehen Sie nun auf der nächsten Folie. In der Mitte sehen Sie BEMU und HEMU. Links flankiert vom EMU und rechts vom DEMU. Der Durchmesser eines Ringes steht für den resultierenden Kapitalwert. Die verschiedenfarbenen Sektoren spiegeln die verschiedenen Kostenpositionen wider. Sie sehen somit sofort, dass der Ring des HEMU am größten ist, größer als der des BEMU. Was heißt das konkret? Konkret heißt das für das Netz Düren, dass der BEMU wirtschaftlicher ist. Die entscheidenden Unterschiede ergeben sich aktuell aus den Energiekosten und den Tauschkosten. Die Frage, warum das so ist, wird Ihnen im Folgenden Herr Dr. Klebsch vorstellen. Wie gesagt, Energiekosten und Tauschkosten sind die dominanten Größen. Wenn man sich den Rest anschaut, sind sie dann doch recht ähnlich. Die Energiekosten des Fahrzeuges, die werden ja durch den Verbrauch der Flotte bestimmt und durch den Energiepreis. Und im Falle des HEMU verursacht die Brennstoffzelle einmal wegen ihres Wirkungsgrades einen höheren Energiebedarf. Und der Preis von grünem Wasserstoff wird durch den Preis des Stroms beeinflusst, der für die Erzeugung eingesetzt wird. Grüner Wasserstoff müsste demnach grundsätzlich gesehen teurer sein als Strom. Es sei denn, er wird aus Regionen importiert, wo Grünstrom zu Minimalkosten verfügbar ist, was durchaus ein langfristiger Plan in der nationalen Wasserstoffstrategie ist. Solange man aber den Wasserstoff in Deutschland produziert, wird er grundsätzlich teurer sein, was den Energieinhalt angeht. Die höheren Tauschkosten sind ein Ergebnis der höheren Komplexität des Zuges. Er hat ja eine Brennstoffzelle, eine Dynamikbatterie und noch einen Wasserstofftank, während der BEMU eigentlich als Besonderheit nur die große Batterie hat. Die ist natürlich so groß, dass sie und natürlich auch so belastet, dass ihre Lebensdauer natürlich im Vergleich zur Dynamikbatterie eher kürzer ist. So, dann gilt natürlich auch, die Brennstoffzellenlebensdauer hängt natürlich davon ab, wie hoch die genannte Betriebsstundenanzahl ist. Die wächst, die geht nach oben, das ist bekannt. Aber bezogen auf den Betrieb, auf den Netz Düren, ist das immer noch so wenig, dass man im Falle des Netzes Düren relativ häufig die Brennstoffzellen tauschen müsste. Das ist der Grund und so ergibt sich dann der Unterschied. Daran sehen Sie aber auch schon, das ist zunächst einmal ein Ergebnis, das vor allem für das Netz Düren gilt, weil das so stark befahren ist und relativ schwieriges Gelände ist. So, angesichts der Komplexität der Berechnung des Kapitalwertes ist das Resultat recht nüchtern. Es ist einfach ein negativer Eurowert in Millionenhöhe. Deswegen fragt man uns natürlich auch, können wir uns auf eine derart absolute Aussage wirklich verlassen? Das ist immerhin so ein richtiges Spielverderber-Thema. Da kann man so ohnehin keine Freunde mitgewinnen. Also schauen wir doch mal nach, variieren wir doch mal die Eingangswerte, so weit wie irgend möglich.
Und das haben wir gemacht. Jede Menge Parameter variiert. Was wäre wenn? Sensitivitätsanalyse. Und variierten zum Beispiel auch den Wasserstoffpreis. Und das ernüchternde Ergebnis hier war, Sie können ihn so billig machen, wie Sie wollen. Er wird nicht besser. Er wird das System, die Rechnung wird dadurch nicht besser. Der Abstand wird kleiner. Aber hier dominierte in jedem Fall dann die Tauschkosten. Also daran kann man zumindest eins ablesen. Es gibt einiges zu tun, was zu verbessern, um die beiden Systeme in ihrer Wirtschaftlichkeit näher zu bringen. So, tatsächlich zeigt sich gerade im Fall des Netzes Düren, da kann man auch einiges daraus ableiten, dass es betriebswirtschaftlich sogar sehr vieles dafür spräche, voll zu elektrifizieren. Und das ist schon auch einige der Erkenntnisse. Wenn es also sich lohnt, voll zu elektrifizieren, ist der BEMU die bessere Lösung als der HEMU. Kann man verallgemeinern, das ist schon eine Aussage. Wenn hingegen die Vollelektrifizierung schon kritisch ist, dann sind BEMU und HEMU zumindest noch Kandidaten, wo man auch sogar über die Wirtschaftlichkeit und den Unterschieden diskutieren kann. Also was nun? Was fangen wir denn jetzt grundsätzlich mit dieser Erkenntnis an? Ich wurde schon gefragt, ist das das Aus des Brennstoffzellentriebzugs? Und da muss ich immer wieder betonen, natürlich nicht. Denn wir haben ja eine betriebswirtschaftliche Betrachtung. Die Frage ist, ob bei einem so jungen System eine betriebswirtschaftliche Betrachtung so sinnvoll ist. Wir haben es aber gemacht. Und zwar mit dem Ziel, einigermaßen zu erkennen, wo die Unterschiede zwischen den Systemen sind und was die Verbesserungsbedarfe sind. Das hat es in jedem Fall gebracht. Und unsere Aussagen gelten, wie ich schon erwähnt habe, streng genommen nur für das Netz Düren. Das ist schon auch irgendwo ein bisschen speziell. Und die haben eben ab 2026 ziemlich taffe Betriebsbedingungen definiert. Dann ganz klar, die hohen Tauschkosten sind vorübergehend. Die werden sich in der Zukunft relativieren, wenn der Fokus der Weiterentwicklung der Brennstoffzellen auf eine signifikante Anhebung der Betriebsstundenanzahl geht. Die muss eben einfach noch viel, viel höher sein und die Senkung der Zellenkosten. Warum ist das so wichtig? Warum muss die Betriebsstundenzahl hochgehen? Die Anschaffungskosten sind nicht kritisch, weil wir reden über 30 Jahre. Wenn ich aber zwischendurch immer tauschen muss, dann macht sich das bemerkbar. Also lohnt sich bei der Anschaffung auf Brennstoffzellen zu setzen, die eine lange Lebensdauer haben. Eigentlich trivial. So, und auch die hohen Energiekosten. Und natürlich müssen die Zellenkosten auch noch sinken. Die sind auch noch zu hoch. Aber beides ist erreichbar. Die hohen Energiekosten sind schon ein Problem, denn die Physik bestimmt, dass letztlich der Energieverbrauch eines HEMU immer höher ist als der eines BEMU. Aber Sie können den Wasserstoffpreis sehr wohl versuchen, so weit nach unten zu drücken wie möglich, indem Sie den Wasserstoff importieren. Also nicht nur für die Züge, sondern generell sich langfristig darauf einstellen. Der Bedarf wird ja riesig sein, das weiß man ja aus der nationalen Wasserstoffstrategie. Es wird so eine irrwitzige Menge an Wasserstoff zukünftig benötigt, nicht nur im Verkehr, sondern auch in der Industrie oder der Stahlindustrie, dass man sowieso das alles nicht selber herstellen könnte in Deutschland und daher importieren müsste. Und es gibt Länder, da ist eben erneuerbarer Strom so dermaßen billig, dass man natürlich auch billigst Wasserstoff herstellen kann, dann ist das Problem eigentlich auch gelöst. Aber vorher sollte man die Tauschkosten im Griff haben, denn das zeigt die Analyse auch, wenn die zu hoch sind, dann nutzen die auch kein niedriger Wasserstoffpreis. Und dann ganz wichtig ist auch noch zu bedenken, es gibt noch jede Menge andere Gründe, die man diskutieren kann. Eine große Zahl, die habe ich in der Studie stehen, aber hier reicht die Zeit nicht, die eine solche Entscheidung, Wasserstoff oder Batterietriebzug, sehr wohl beeinflussen. In die eine oder andere Richtung. Nehmen wir allein mal Arbeitsplätze oder dergleichen. Genau. Abschließend würde ich gerne noch die Chance nutzen und Ihnen unsere Studien vorstellen. Seit Ende 2017 begleiten wir das vom Bundesverkehrsministerium geförderte Entwicklungsprojekt XEMU mit Analysen, Bewertungen und Empfehlungen, die wir als Studien veröffentlicht haben. Hier sehen Sie unsere drei Studien. Die erste Studie befasst sich mit Batteriesystemen, die für den Einsatz von Batterietriebzügen geeignet sind. Die zweite Studie vergleicht systemische Besonderheiten von BEMU, HEMU und EMU.
Und die dritte Studie, jetzt im Sommer erschienen, befasst sich mit der Wirtschaftlichkeit von BEMU und HEMU. Und dies am Praxisbeispiel Netzdüren. Grundlage unseres heutigen Vortrages war die dritte und die zweite Studie. Ja, und alle drei Studien finden Sie übrigens kostenlos auf unserer neuen Webseite Alternative Antriebe. Dorthin gelangen Sie mit dem QR-Code. Und hier finden Sie auch weitergehende Informationen, Factsheets zu unseren Studien und können sich auch zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank Ihnen. Herzlichen Dank für diese ebenfalls sehr interessante Perspektive. Ein, zwei Nachfragen. Sie sagen, Tauschkosten dominieren. Welche Betriebsstundenzahl oder vielleicht mal aufs Netz Düren konkret angewendet? Wie oft muss man denn in 30 Jahren die Brennstoffzelle auf aktuellem Stand tauschen? Also die ursprünglichen, die auch im Alstom-Zügen drin sind, die haben eine Größenordnung von 25.000 Stunden. Und die neuen, die Siemens einsetzen will, das ist der Hersteller. Na, helfen Sie mir gerade mal. Ballard. Der andere ist der Hydrogenics. Der hat 35.000 Stunden. Das ist schon erheblich mehr. Aber trotzdem müssen Sie schauen, wie viele Stunden haben die im Netz Düren. Und da kommt man dann in die Größenordnung von 4, 5 Jahre. Das sind dann schon hohe, sehr hohe Tauschzyklen. Das muss eben dann in der Gesamtkalkulation dann im Kopf behalten werden. Ne? Eine Frage auch aus dem Publikum, wenn Sie solche Studien machen, solche Abschätzungen, welche Annahmen treffen Sie bezüglich der Investitionen, Fahrzeugbeschaffung und auch der Instandhaltung? Es gibt ja relativ wenig Referenzen und Erfahrungswerte mit konkret diesen Fahrzeugen. Wie sind Sie dort rangegangen? Also wir haben Informationen zu typischen Preisen von solchen Fahrzeugen. Einiges muss man natürlich auch noch abschätzen, denn wir haben schon versucht, gleichartige Fahrzeuge miteinander zu vergleichen. Die sollten also alle gleich schwer sein, gleich groß sein, die gleiche Anzahl von Sitzplätzen. Das ist ja keineswegs bei jedem Zug gegeben, also mussten wir in jedem Fall extrapolieren. Ich denke, die Preise, die wir dort eingetragen haben, die nenne ich jetzt hier nicht, die stehen in der Studie ganz offen, die sind, sagen wir mal, im mittleren Bereich. Tatsächlich sieht man doch auch deutlich höhere Preise, hängt ein bisschen von den Projekten ab. Ja. Und was die Kosten der Wartung und Instandhaltung angeht, da haben wir auch Informationen bekommen aus verschiedenen Instandhaltungswerkstätten und natürlich dann auch wiederum das Wissen über die Preise von diesen Technologiekomponenten genutzt, um dann daraus dann abzuleiten, was das in Kosten bedeutet. Ja. Obwohl uns natürlich auch klar ist, dass das nur eine Momentaufnahme ist und auch Schätzungen sind. Und es geht uns auch nicht darum, um absolute Werte zu vergleichen, sondern vielmehr eben die relative, ja, Vergleichbarkeit herzustellen. Und durch die Sensitivitätsanalyse haben wir auch geschaut, was wäre, wenn die Instandhaltungskosten günstiger wären für die Vollelektrifizierung und so weiter. Genau. In jedem Fall war es nicht unser Anliegen, ein bestimmtes Konzept schlecht zu rechnen. Es war nicht das Anliegen, sondern wir wollten eine Momentaufnahme machen. Wir wollten das am Beispiel eines Netzes machen. Das war jetzt vielleicht nicht sehr vorteilhaft, gerade für den Wasserstoffzug, gerade das Netz Düren zu nehmen. Aber wir haben daran viel gelernt. Also man kann daran schon Probleme ablesen, die sich vorsichtig verallgemeinern lassen, aber sich beheben lassen. Das fasst, glaube ich, die Motivation der Studie nochmal gut zusammen. An dieser Stelle da vielen Dank für Ihren Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Dankeschön. Genau.